Wichtigste vorneweg. Letzte Woche war mir heiß und kalt. Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius, ich nenne ihn immer liebevoll Bum Bum Boris, hat eine effektive Reform der Bundeswehrverwaltung angekündigt. Der Spiegel kommentiert dazu, das schafft er nie. Er setzt sich die SPD wieder für soziale Gerechtigkeit ein. Nicht vom Montag. Meine Frau ruft laut aus ihrem Zimmer: Hey Schatz, guck mal, dieses Kleidungsstück, das passt noch immer. Dabei ist es jetzt bald 20 Jahre alt. Und ich sag: Hey, zeig mal. Und dann: Oh, ein Schal. Fox News muss für die nachweisliche Lüge, dass die Stimmenzählmaschinen bei der amerikanischen Wahl nicht funktioniert haben, 787,5 Millionen Dollar Schadenersatz an die Herstellerfirma bezahlen. Das ist umgerechnet ein richtig dicker Batzen Geld. Und mir keimt die Hoffnung, dass die amerikanische Justiz es schafft, diesen narzisstischen Psychopathen Donald Trump doch noch aufzuhalten. Ich traue dieser Justiz alles zu. Seitdem ich auf einem amerikanischen Kinderwagen den Warnhinweis gelesen habe, vor dem Zusammenklappen bitte das Kind entfernen. Und jetzt noch kurz zum Sport. Manchester City zieht den Bayern die Lederhosen aus. Oliver Kahn, das Tier, mutiert daraufhin zum Gänseblümchen. Heiß und kalt und heiß und sehr kalt.